3, 2, 1, ich bin feucht. Nach Himmel. Moin, herzlich willkommen bei der neuen Episode von Wasteland Medics. Ja, Sebastian, wo sind wir heute? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also wir haben keinerlei oder nicht große Informationen recherchieren können. Wie war das bei uns auf der Karte? Drei Fragezeichen, ne? Ja, drei Fragezeichen. Wir können ja sagen, wir sind heute bei den drei Fragezeichen. was können wir kurz erzählen? Was haben wir bis jetzt entdeckt? Wir haben halt entdeckt, irgendwie 2000 oder so, haben wir so ein bisschen was gefunden.
dass es leer steht, dann es soll heißen, hier wurden irgendwelche Kisten für den Katastrophenschutz gelagert. Genau, von über die Volkspolizei der DDR. Ja, irgendwie sowas. Was wir jetzt entdeckt haben, war völlig das Gegenteil, ne? Was wir gesehen haben am Anfang mit diesen Ferienhäusern. Genau. Wo wir schon beide so sprachlos dastehen und nicht richtig wissen, was es ist. Genau, in dem Grundbuch, was wir hier gefunden haben, stand ja auch drin, irgendwas mit Ferien- und Hotelnutzung. Ja, ja. Ja, ich hätte gesagt, ziemlich spannende Geschichte heute, was wir hier vorhaben mit euch. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, mitkommen, ne? Ja. Und wir müssen los. Wie immer. Zieht euch das mal rein, die Kisten hinter mir. Liegen überall Drucker drin, Druckerpatronen, Laserkopierer in mehreren tausend D-Mark, muss ich mir jetzt mal so sagen, das ist ja veraltete Technik hier. Das ist schon ziemlich krass. Also ich habe gerade echt so ein bisschen Lachanfall gekriegt, was hier eigentlich rumliegt alles in diesen Hallen. Ja, das war übrigens die erste Halle. Wir schauen uns gleich mal weiter, was noch so hier so zu finden ist. Mit Garagen. Man denkt, hier ist nichts drin. Man läuft vorbei, die eine ist leer, die nächste ist vollgeräumt, das habt ihr gerade gesehen. Die nächste, die wir jetzt weitergelaufen sind, war wieder leer. Und jetzt gucke ich hier gerade durch so eine halb angeöffnete Tür rein und ihr seht einfach mal hier tonnenweise Chemikalien rumliegen. Das ist total krank. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Also wir haben hier leider noch keine Informationen rausgekriegt, außer dass es irgendwo im Jahre 2000 die letzten da irgendwo rausgegangen sind. Das haben wir so ein bisschen an ein paar Dokumenten gefunden. Und ja, hier seht ihr jetzt halt einfach mal so 30.000 Tonnen gefüllte Chemikalien. Das riecht übrigens ganz leicht nach Chlor. Ich gehe mal lieber wieder raus hier. Sebastian ist erst gar nicht mit reingekommen. ABC-Schutzanzüge von der NVA, komplett original noch eingepackt. Das ist schon mega krass. Ja, ich hätte ja mal gesagt, jetzt die dritte Tür, das war ja dann schon mal der erste Checkpoint.
Ihr findet hier überall in den Kisten diese Säure-Nachweisröhrchen oder wie man das auch schimpft, wo man nachweisen konnte, welcher chemische Kampfstoff denn jetzt in der Luft ist. Das ist hier alles vollgepackt. Man sieht hier überall diese kleinen Kästchen. Das ist total krank. Da drüben liegen irgendwelche Ansaugpumpen für irgendwelche Flüssigkeiten, die sie angesaugt haben. In der anderen Ecke liegen überall Säuren, Proben, alles kleine Fläschchen. Das ist schon mega krass. Extrem krass. Hier stehen wirklich, also ihr müsst euch das vorstellen, wir sind jetzt ein bisschen wieder abgelaufen und hier stehen die ganzen Hallen offen und hier hinter mir seht ihr palettenweise voller Medikamente, die frei zugänglich sind. Alle zwar abgelaufen, was haben wir rausgekriegt? 2004 ungefähr? 2004 haben wir es rausgekriegt. Die Halle steht hier wirklich offen und man kann hier frei an diesen Medikamente ran. Das ist schon ein bisschen fahrlässig, leicht fahrlässig. Sebastian hat schon selber schon gesagt, also wenn hier wirklich jemand kommen sollte und uns erwischen sollte, können wir sogar eine Gegenanzeige stellen. Und sagen, dass hier Medikamente gelagert sind, die hier öffentlich zugänglich sind. Das ist schon ein bisschen, Ja, wir haben übrigens unser Ziel immer noch nicht gefunden und sind immer noch ein bisschen auf der Suche. Ich wollte es gerade sagen, dann mache ich den Bunker immer auf der Suche. Ja Leute, endlich gefunden. Ihr seht es hinter mir, die Berge an Verbandsmaterial, Kisten, Verbandmittelsatz. Also das ist schon mega krass. Also Mullbinden, Dreiecktücher, hier ist alles voll. Hier sind Verbandpäckchen, ich kann mal zeigen, wie ich ohne das runtergreifen. Das habe ich jetzt hier noch an, Verbandtuch. Brandwundenverbandtuch sogar. Alles von NVA-Zeiten, sogar ein Spitalwolle. Wir wissen jetzt endlich, was das ist. Ja, das ist schon krass, dass das hier so rumliegt und irgendwo einfach vor sich hin gammelt. Gut, das wird alles abgelaufen sein, denke ich mal. Ja, ich glaube, ja. Gut.
gut, man weiß auch gar nicht, ob in der DDR, ob da in der DDR-Zeiten, ob da überhaupt ein Verbrauchsmann-Dings gab. Das ist DDR. Das ist DDR, ne? Bei VIB Fließtextilien. Also wie gesagt, mega krass. Das ist schon eine Hausnummer hier. Und wie gesagt, in jeder Kiste ist irgendwas drin, die sind voll bis oben gestopft. Man sitzt hier hinter mir, wenn man sieht auf der Kamera gerade, da ist was, da hinten ist was. Ich habe euch schon ein paar Szenen gezeigt. Ich mache jetzt nochmal ein paar Bilderchen. Ich fahre hier, mache hier nochmal eine Kamerafahrt, damit ihr nochmal richtig erlebt, wie groß das ist hier eigentlich. Und dann schauen wir weiter, hätte ich gesagt. Und dann los, ich habe andere Werkzeuge. Und Sebastian exitiert gerade. Leute, ich sag jetzt noch mal größere Tour, ja. weil in einer Stunde sind wir ja durch. Ja, in einer Stunde sind wir durch, man kennt es von uns. Es sah klein aus, hat sich herausgestellt, dass es doch nicht so klein ist. Ja. Mir tun dann jetzt auch langsam die Füße weh. Wir haben mehr gefunden, als wir eigentlich wollten. Ja, erschreckenderweise. Ja, erschreckenderweise, genau. Also wie gesagt, die paar Infos, die wir rausgekriegt haben, haben wir euch unterwegs erzählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich fand den Ort was anderes cool eigentlich, obwohl wir noch nicht so wissen, was hier los ist. Abwechslungsreich. Ja, wir wissen ja immer noch nicht, was es jetzt war, ob es jetzt hier ein Lager war, weil wie gesagt, die Medikamente, die waren bis 2004 haltbar und die Medipacks oder diese Verbandkisten, die waren von VEB, DDR. Dann war zwischenzeitlich dieses Chemielager und oh Gott, Leute. Also das, ihr seht schon wieder zu viel Input. Genau. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Kommentieren nicht vergessen, ne? Abo da lassen. Abo da lassen, ganz wichtig, Glocke aktivieren, sonst verpasst ihr jede Folge. Ich kann es immer wieder erzählen, jedes Video, ihr macht es ja trotzdem nicht. Ihr hört ja nicht auf den Alten, nee, ich bin ja nicht der Papa. Nee. Grüße an den Papa. Und ich hätte gesagt, bis zur nächsten Episode. Ja. Wir wissen schon was, aber verratet es euch nicht. Psst. In dem Sinne. Ja, wir wurden ja heute zugetextet mit. Ja, genau. Da müssen wir aber. Psst. Genau. Ihr werdet sehen. Psst, psst. Bis nächste Woche. So ist es. Nee, 2 Wochen.